Interludium, Silvanas Abschied. Kurz später machen Kuigatas und seine Banshee-Eskorte in den Tristirisfall-Mooren Halt, um wieder zu Kräften zu kommen. Das ist der Ort, Schwestern. Hier ruhen wir uns aus, großer König. Warum hier? Wir müssen Kel'Thuzad finden, bevor wir... Ihr seid getäuscht worden. Kommt sofort an meine Seite. Gehorcht! Was geht hier vor? Silvanas. Ihr seid mir in die Falle gegangen, Arthas. Es ist an der Zeit, Rechnungen zu begleichen. Verräterin! Was habt ihr mit mir gemacht? Das ist ein spezieller Giftfall nur für euch. Die Lähmung, die ihr gerade verspürt, ist nur ein Bruchteil der Qualen, die ihr mir zugefügt habt. Dann macht ein Ende. Ein schneller Tod, wie ihr ihn mir gewährt habt? Nein. Ihr werdet so leiden wie ich und dank meines Pfeils könnt ihr nicht fliehen. Schöne Grüße an die Hölle, Dreckskerl. Zurück, ihr hirnlosen Kreaturen. Heute werdet ihr nicht fallen, mein König. Es ist noch nicht vorbei, Arthas. Ich werde euch immer jagen. Die Wirkung des Pfeils lässt mit der Zeit nach. Alle Vorkehrungen für eure Reise nach Northrend wurden getroffen. Ihr seid ein treuer Freund gewesen, Kel'Thuzad. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Oder ob wir je zurückkehren. Aber ihr sollt über dieses Land wachen. Sorgt dafür, dass mein Erbe fortbesteht. Das werde ich, König Arthas. Das werde ich. Damit wären wir bei Kapitel Nummer 3, die dunkle Lady. Zwei Tage später denkt Silvanas in ihrem Stützpunkt in den neu gegründeten Pestländern über ihre neue gefundene Freiheit und ihre Zukunft als eine der Verfluchten und Toten nach. Ihr wirkt bedrückt, Herrin. Seid ihr es nicht, Schwester? Vor Tagen noch waren wir Sklaven des Lichtkönigs. Wir richteten in seinem Namen Gemetzel an. Und nun sind wir frei. Ich verstehe nicht, Herrin. Ich dachte, ihr wäret überglücklich. Welches Glück soll dieser Fluch schon bringen? Wir sind immer noch untot, Schwester. Immer noch Monster. Sind wir jetzt nicht Sklaven dieser Folter? Seid gegrüßt, Lady Silvanas. Meine Brüder und ich begrüßen eure Rolle beim Sturz von König Arthas. Ich bringe euch die förmliche Einladung, euch unserem neuen Orden anzuschließen. Varimatras, mir ging es nur darum, Arthas tot zu sehen. Ich habe keine Zeit für eure kleingeistigen Machtspielchen. Vorsicht, Milady. Es wäre unklug, unseren Zorn zu entfachen. Wir sind die Wächter dieser Pestländer. Ihr könnt mit uns herrschen oder auf der Strecke bleiben. Ich bin lange genug Sklavin gewesen, Schreckenslord. Ich opfere meine Freiheit nicht der Abhängigkeit von Narren wie euch. So sei es. Unsere Antwort wird bald kommen. Ob das so klug war? Ich weiß ja nicht ganz, Okay, wie schaut es denn in unserer Basis momentan aus? Nun, Stützpunkt vernichten. Ja, das klingt schon mal nach was Gutem. Was haben wir sonst noch so weit übrig? Wir haben gerade niemanden, der Holz hackt. Doch, zwei, drei Stück. Das können wir noch ein bisschen erhöhen, das Ganze. Wenn man
gebaut wird, aktiviert Geistberührung. Okay. Verseuchung stellt bei Nebelfähigkeit 3 Mal wieder her. Oder stellt Trefferpunkte wieder her. Das ist natürlich super, das ist praktisch. Das Inventar ist voll. Ach, wir haben immer noch die ganzen Heilsachen drin, okay. Barimatras wird bald angreifen. Nur mit unseren Benji-Schwestern und einigen Ghouls dürfte es schwer werden, sie abzuwehren. Ach, das kriegen wir auch noch hin, das kriegen wir auch noch hin. Wir haben ja, hier haben wir noch Benji, hier haben wir Benji. Ach, wir haben, ach, wir können die gerade gar nicht bauen, die etwas besseren Einheiten. Oh, das ist natürlich doof. Verflucht Einheiten, okay. Was haben wir noch? Ah, guck, dich haben wir doch noch hier. Oh, oh, da kommen sie. Herrin, wir werden angegriffen. Na komm, mitnehmen und mitnehmen. Besser, wesentlich besser. So, einmal bitte hochheilen. Einmal bitte hochheilen. Und euch können wir auch gut gebrauchen. Zack, zack, zack. 4 Stück davon. Insgesamt als Verteidigung stellt es. Ist nicht von der Hand zu weisen, das ist gut, das ist sogar sehr gut. Okay, machen wir noch einen Geisterturm hier hin. Und hier brauchen wir auch noch ein, zwei weitere Türmchen, würde ich mal behaupten. Ziggurat. Ziggurat, es gibt nichts Schönes, als ein paar Ziggurats hinzubauen. So. Danach kommst du auch wieder zurück. So, oh, die kann man natürlich immer gut gebrauchen. Dann haben wir nämlich einmal einen für Mana und einmal einen für Heilung. Damit können wir doch recht gut leben. Mit sowas können wir ein bisschen rausgehen. Ich glaube, da hatten wir schon alles. Okay, das passt soweit. Wir auf Verteidigungsturm. Als nächstes müssten Sven dann von hier unten vielleicht kommen. Mit Betonung auf vielleicht. Waldtrolle, ich hasse sie noch mehr als die verfluchten Schreckenslords. Metzelt sie alle. Ihr werdet uns nie alle bekommen, Hexe. Häuptling Sulrock wird euch jagen und uns rächen. Er soll es getrost versuchen, Primitivling. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, mal sehen, wie sie das versuchen zu kriegen. Das werden die nämlich so schnell nicht hinbekommen. Okay, was können wir noch machen? Wir können noch ein paar Banshees an sich hier raushauen. Um den Gegner einzunehmen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, doch, das müsste so weit hinhauen. Da sollte man doch keinerlei Probleme danach haben. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh, das ist ja gut. Einmal so rum, einmal so rum. Mit ein paar Benches noch im Gepäck. Es ist mehr Gold erforderlich. So, das ist schon wesentlich besser. Den Altar auch hier hin für Notfälle. Verbessert die Angriffe? Ja, doch, kann man auch immer gut gebrauchen. Und hier unten haben wir noch einen kleinen Minischützpunkt, so wie es ausschaut. Und unentdeckte Quest haben wir immer noch. Ja, okay. Dann müssen wir noch so lange kurz warten. Beziehungsweise wir könnten doch bestimmt ihn hier. Zwei Kolliden noch zur Verteidigung. Ja, gleich. Also mir noch was zum Reparieren hinstellt. Denn so mächtig die Türme auch sein können, so schwach sind sie doch gegenüber regulären Angriffen. Ja, dankeschön. Das heißt, eine müsste es noch rauskommen. Irgendwo hier, da hinten haben wir es doch. Müssen wir noch in keinem Kostenbereich sein. Die Streitmacht des Schreckenslords ist hier. Das macht nichts. Die haben wir gleich eingenommen. Jupp. Und hier auch noch. Dankeschön. Genau das wollte ich doch. So, dann können wir noch einen Akolyten herholen. Der darf sich hier um die Reparaturen kümmern ein bisschen. Forschung abgeschlossen. Zack, Reparatur einmal hier rüber. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und einfach zur Gaudi hinten und Ziggurat, dann haben wir nämlich 100. So, können wir die auch hinstellen für etwaige Verteidigungsaufgaben. So, hier noch ein bisschen. Die Verteidigung ist ja schließlich nie was einzuwenden. Ich glaube, mit euch können wir dann Schiergard zum Angreifen übergehen. Ja, können wir, machen wir.
können wir und werden wir auch machen. Ein Hund, das ist aber nicht teuer. Aber wir haben alles voll, oder? Ihr habt alles voll, okay. Heißt, wir können getrost angreifen gehen. Und hoffentlich noch das ein oder andere Item absahen. Hätte ich nämlich nichts dagegen. Ich kann sagen, könnt ihr euch noch ein bisschen schneller bewegen? Das wäre gar wunderbare Natur. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, zack, wunderbar, mitgenommen. Oh, herrlich. Oh, der nächste, mitnehmen. Und hier auch noch ein bisschen was mitnehmen. So, das klingt doch nach was. Rolle der Heilung auf alle gespielt. So gut wie nur irgendwie möglich. Ja, die haben keine Chance da hinten. Die haben keine Chance. Wir müssen Zug auf ihn hier drauf machen. Gerade sagen, vielleicht könnte man hier noch ein bisschen helfen, ne? Betonung auf ein bisschen. Ging jetzt gerade gar nicht mehr gut. Uiuiui. Also ich sehe nicht, dass da irgendwas gestimmt ist. Ich sehe eher, dass sie gerade alle draufgehen. Aber das war es auch schon. Das war es im Großen und Ganzen aber auch schon. Oh, oh, oh. Zu weit vorne, zu weit vorne. Ja, das habe ich mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Wie ich das mitbekommen habe. Das erste Mal alles nach und nach kaputt bekommen. So, ihr dürft alle heilen bis zum Umfallen. Das sage ich nicht nein dazu. Gerade sagen, vielleicht wenn ihr hier noch ein bisschen was kaputt machen könnte, das wäre gar wunderprächtige Natur. Das kommt ja auch noch da hinten rum. Ihr scheint noch gut beisammen zu sein. So, dann hier. Macht einen gemeinsamen Angriff auf irgendetwas. Oder der Heilung. Ups, das hat ihn jetzt natürlich nicht getroffen. Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Na komm, heil ihn hoch. Heil ihn hoch. Solange ihr noch Mana habt, heilt ihn hoch. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber eigentlich sollst du... Okay, es sind beide am Heilen gerade. Oh, weg mit dir. Das mit dir, weg mit dir. Euch zwei geht's in die... Okay. Ich kann sagen, dem geht's gar nicht gut. Den muss man vielleicht ein bisschen heilen. Weil es ist nicht viel Heilung, die wir hier entgegenbringen können. Es ist definitiv nicht viel. Aber ein bisschen was ist immer noch besser als gar keine Heilung. Das ist, obwohl ich vier Stück von denen habe hier. Respekt dafür. Ich meine, immerhin wird der... er wird noch geheilt. Er wird immer noch geheilt, dann passt es soweit schon mal. So, haben wir hier gebaut. Ein Katapult vielleicht. Na, gerade gegen Gebäude sind wir gerade noch so ein kleines bisschen schwach aufgestellt. Mit ein kleines bisschen meine ich ziemlich schwach sogar. Die Goldmine dürft auch nicht mehr allzu lange heben. So quasi fast gar nicht mehr. Was gut ist, ist laut Tos Gelände. Das können wir recht gut verwenden. Sagen wir es mal so. Das heißt, du kommst mir hier rüber. Und dann bauen wir uns hier mal 1, 2, 3 ein bisschen was hin. Haben wir vielleicht noch? Yep, wunderbar. Das, was wir brauchen. Ein bisschen was in Unterstützung. Goldmine wird dann auch fallen. Und ein Angriffspunkt weniger, von dem sie uns aus irgendwie attackieren könnten. Sagen wir es mal so. So, hier kommen wir wieder einstellen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier etwas bessere Panzerung auf jeden Fall. Forschung abgeschlossen. Kannibalismusfähigkeit? Ja. Ich bitte doch darum, ein bisschen Kannibalismus in Ehren. Hat noch niemanden geschadet. Na, guck, wir haben mal ein paar Sachen mit aufgegabelt.
Aber wir könnten vielleicht dich hier noch gebrauchen. Goldmine wechseln. Du bist doch bestimmt dafür da, um auch so Obsidian-Dinger zu reparieren. Würde ich jetzt mal so quasi fast ganz stark annehmen. Hallo? Forschung abgeschlossen. Stoppe für jetzt da. Ha ja, herrlich, wunderbar. Müssen wir den nur kurz ein kleines bisschen ausruhen lassen. Wie noch, wo dieser Wald treu sein soll. Das können wir auch noch auf Maximum forschen. Das erforschen wir auch. Einfach nur, dass wir was erforschen können. Wie weit könnten wir denn noch gehen? Wir könnten bis 80 gehen, aber brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir definitiv nicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Der Feind ist zurückgekehrt. Aber nicht für lange, nicht für lange. Ich glaube, hier hinten. Ach, hier geht's gar nicht mehr weiter. Hier geht's gar nicht weiter. Okay. Oh, das ist natürlich nicht gut, wenn hier Schenkso das heute persönlich denkt, er müsse hier mit vorbeikommen. Dann müssen wir ein bisschen schnell zurücklaufen. Wenn es ein bisschen schnell, mache ich so schnell wie nur irgendwie möglich. Forschung abgeschlossen. Ach komm schon. Jetzt haben sie uns doch tatsächlich noch, sagt es mir, eingeschläfert. Nimmst du hier noch was mit? Weil die Heilung ist niemals verkehrt. Und jetzt, da komm. Hilft ein bisschen mit. Ein bisschen mithelfen ist niemals verkehrt. So, und irgendeiner muss auch mit drin sein, der ein bisschen Mana. Ich habe gesagt, dass wir Mana halten. Ich kann gerade sagen, also wenn ihr den vielleicht endlich mal töten könntet, wäre ich mehr als dankbar dafür. Dankeschön. So, das heißt so viel wie in die Opfergruppe brauchen wir hier nicht. Die brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen, ist noch einen zweiten Reparateur hier. Ich meine, hier unten wird höchstwahrscheinlich keiner hinkommen, aber es ist immer ratsam, das eine oder andere noch ein Petto zu haben. So, ihr lauft mal hier rüber. Ich kann sagen, was machen die denn hier? Ogre Wundenmeister. Ja, dann meistere mal deine Wunden, die ich dir zufüge. Ja, doch, da würde ich dir jetzt gar nicht mal so Unrecht geben. Ausbau abgeschlossen. Den Kriegsvermöger ergreifen? Okay, machen wir. Diese rattigen Gnolle könnten unsere Truppe verstärken. Ihr Rudelführer muss hier irgendwo herumschleichen. Hier ist eher gesagt, ich töte alle, aber okay, was soll's. Was soll's. Oh, Goldmünze. Goldmünze ist immer gut. Allianz der Lordaeron. Okay. Aber ich muss ja hier unten laufen. Wenn ich nach da oben eigentlich will. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, da kann man auch noch rumlaufen. Ah. Habe verstanden, habe verstanden. Zurück, tote Kreatur. Niemand betritt unser Land. Könnt ihr bitte jemand die Seele rauben und Schluss machen? Ich finde sie einfach glorreich. Die hat's voll drauf. Die gefällt mir, die Frau. Und so schnell kann man tot sein. Würde ich nochmal behaupten. Und eine weitere Goldmine ist hier oben. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. 1, 2, 3, 4, 5. Das war das perfekte Gelegenheitchen, um da oben mal ein bisschen aufzuräumen. So, hier einmal töten. Ach, ihr seid auch noch da, okay. Da ist nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Ein Käfig haben wir noch. Buch der Gesundheit, oh natürlich. Das sind Dinge, die nehmen wir doch lieben gerne mit. So, du kannst hier die Kisten kaputt machen. Ich zweifle ganz stark, dass da irgendwas Großartiges drin ist, aber boah, was soll's. Mich gerade ernsthaft, wer von euch hier die ganze Zeit die Toten beschwört? Heißhalbe, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ja, aber sonst gibt es hier nichts mehr. Nope. So viel zu dem Thema. Oh, kriegst du ja. Den haben wir zumindest mal.
Zumindest mal eine Sache, die wir nebenbei noch machen können. Glüten 4 von 5. Der nächste kommt auch gleich. Das heißt, ich kann euch schon mal hier runterschicken. Das passt dann schon. Auch ein bisschen Verteidigung. Hier, ein bisschen was zum Angreifer. Okay, ich stelle jetzt bei dir hin und auf beide so rüber. Doch langsam. Läsch dich hier. So, einen können wir noch machen. Einen können wir noch machen. Euch stelle hier rüber. Und hier ist nichts mehr zu hören. Außer ein paar Murlocs. Das ist die zweite Quest. Übernimmt die Murlocs? Ernsthaft? Anscheinend doch nicht. Anscheinend wirklich doch nicht. Ja, da müssen wir jetzt mal kurz warten, bis das Ding hier vor uns fertig ist. Du bist auch gemacht. Ach, ihr habt nichts mehr zu tun hier hinten. Natürlich niemals gut, wenn man nichts mehr zu tun hat. Ihr braucht noch ein bisschen. Oh. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Na, Ivo. Ivo. Ich bin mir sicher, dass... Okay, sie schaffen es doch nicht. Sie schaffen es doch nicht. Die brechen ein bisschen zu schnell hier durch. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch ein paar Truppen hier unten lassen, so... Ich weiß nicht, einfach so zu Gaudi. So, noch ein paar Benches dazu. Ich glaube, die Truppen werden gleich ziemlich schnell, ziemlich bald in der Hauptbasis sein bei uns. Weil wir bekommen ja genug Gold dazu. So, jetzt da bitte. Einmal seitlich einfach und alles töten. Und hoffentlich, nope, lass der Akolyt in Ruhe, lass der Akolyt in Ruhe. Die haben ja nichts getan und werden auch weiter nichts tun. Okay, das werden wir überleben. Ohne Probleme werden wir das überleben. Und dazu noch ein neues Level bekommen. Ein kleines Gebiet stille, so schauen, was geht. 20 in Skelette. Ach so, sie macht die ganze Zeit. Okay. Da sage ich nicht nein dazu. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht nochmal hier... So, 3, 4. Dort kann ich nicht beschwören. Aber hier kannst du beschwören. Hier kannst du beschwören. Wunderbar. Und hier hinten. Auch noch einen hin. Das sollte nämlich eigentlich wieder besser ausschauen jetzt. Das haben wir. Und ein bisschen Heilung, ein bisschen Mana. Haben wir nämlich einen kleinen Mini-Trupp hier auf jeden Fall. Das sollte doch recht gut ausschauen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache hier. Okay, euch geht's einigermaßen gut. Noch nicht hundertprozentig, aber einigermaßen. Deswegen heißt es, ihr könnt wieder angreifen gehen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Braucht nur wieder mehr Geld. Ist abgeschlossen. Braucht die nur ein bisschen mehr Geld. Abgeschlossen. Und zum Glück haben wir jetzt eine weitere Mine und nachher kommen die anderen in die Mine runter. Die Beschwörung bei dir kaputt ist. Abgeschlossen. Und dann sind wir soweit wie in Ordnung. Dann haben wir keine Probleme mehr. Da oben können wir noch ein bisschen was aufräumen. Ist abgeschlossen. Vielleicht haben wir hier noch was, was wir mitnehmen können. Nein, nicht. Okay. Beitrolle an sich brauchen wir nicht. Die sind eh viel zu schwach für uns. So, hier rüber. Unten nochmal. Passt. Das sollte mal von Anfang mehr als genug Schaden sein, den wir austeilen können. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ein Katapult noch im Hintergrund. Also die Ogre sollte man hoffentlich ziemlich schnell durchgerödelt haben. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Dann könnte man eigentlich sagen, hey, bauen wir hier unten doch noch einen Friedhof hin. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Einfach nur, weil hier unten noch Bäume sind und da sonst eh keiner weitere ist. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Bevor die uns jetzt die Heimatbasis zurechtdeichseln, sagen wir es mal so, wir keinen Schutz mehr haben, tun wir lieber hier hinten alles wegrufen. Na komm, mach's kaputt. Dankeschön. So, wo haben wir denn die großen Chef hier hinten, ne? Da hinten haben wir sie, oder wie?
So, hier noch ein bisschen. Oh, Hallöchen. Hallöchen aber auch, wollte ich gerade sagen. Der kommt mir aber gerade nicht ungelegen. Weil die Schutzes. Oh, das wäre natürlich auch noch was. Ein paar Wundsalmen und dergleichen. Also, wir haben genug, um die Leute zu sein. Ja, mehr als genug. Und Meisterstufe 5. Mugatol. Der ganz große. Ja, euch können wir. Euch schicken ein Video rüber. Das passt schon. Greift die Felswand an. Okay. Wir haben die Felswand angegriffen. Ich krieg Sir Mugatol. Ich zerschmettern tote Schwächlinge. Das glaube ich nicht. Ja, das bezweifle ich jetzt auch mal ganz, ganz stark. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh, der Heilung können wir noch ein bisschen mit rein machen. Wow, sage mal. So, dich tun wir jetzt auf dem Stich stehen. Ihr seid übereifrig, meine Kriegerinnen. Ihr habt ihn vernichtet, bevor wir ihn für uns gewinnen konnten. Ach, die muss ich wirklich einnehmen. Oh, komm schon. Na, egal. Warum den Kriegsherrn noch bekommen? Der spielt eh keine Rolle. Der spielt eh keine Rolle. Ich hätte gedacht, man könnte es entscheiden. Hauptsache weg vom Fenster, aber. Na gut, was ist das? Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Was soll es? Ach, hier können wir auch noch hingehen. Rolle der Bestie. Oh, die können wir natürlich noch mitnehmen. Ich hätte jetzt eher gedacht, vielleicht, dass wir aus ihm noch was rausbekommen könnten. Irgendwie so ein kleines Goodie oder sowas. Aber gut. Oh, warte mal. Das Inventar ist voll. Ja, das passt schon, das passt schon. Gucken wir hier noch ein bisschen hin, weil hier sind ja noch Truppen von Lordron irgendwie unterwegs. Und irgendwo muss es ja auch noch die Möglichkeit geben, in den Wald zu gelangen. Schätzungsweise zumindest. Okay, Jungs, kommt mal her. Komm, komm. Bewegt euch mal ein bisschen. Das hatten wir alle schon mal ein bisschen schneller. Ich weiß, ihr wollt heilen, alles drum und dran, aber jetzt müssen wir erstmal. Hier müssen wir wirklich komplett zurück zum Reparieren. Okay, wir gehen zurück. Wir gehen komplett zurück, lassen uns kurz reparieren und eventuell. Gold des Startportals. Das wäre auch noch was. Lass uns da ein bisschen aufrüsten. Zack und zack und zack. Die Minimalverteidigung. Solange die steht, ist alles gut. So, wir müssen eh nach da unten rumgehen, also können wir auch gleich die heilenden Kräfte unserer Akolyten nutzen. Das können wir dich noch mitnehmen, falls wirklich das andere auch noch mit Übernahme wäre. Ausbau Gaudi. Abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. So, zwei Stück sind natürlich nicht arg viel, aber sie schaffen es relativ gut, oder? Du hast gerade irgendwelche aufhören. Ja, doch, das geht. Das geht. Dauert zwei Minütchen oder sowas, dann sind wir wieder im aktiven Dienst. Ach, guck mal. Da hat uns sogar noch eine Aufrüstung gefehlt. Hm, machen wir. Immer noch jedes Upgrade mit, das wir irgendwie mitnehmen können. 120, und die Main ist gleich weg vom Fenster. Können wir euch gleich mal umpositionieren. 3, 2, 1, 2, 1. Goldmine ist eingestürzt. Das macht rein gar nichts, wir haben Alternativen. Und solange wir Alternativen haben, mache ich mir keine Sorgen um irgendetwas. Sondern die eine Bench nehmen wir jetzt noch mit. Okay, sie hat auch ein bisschen was, sie hat aber Wundsalbe noch übrig. Oh, der Toten hat sie noch übrig, warum denn nicht? So, dann gucken wir doch mal. Was von der Allianz hier drüben noch übrig geblieben ist. Ein kleiner Vollstrecker. Gut, der dürfte nicht so viel anrichten. Diese Banditen werden mir gute Dienste leisten. Suchen wir ihren Ringführer und stehlen wir seinen Verstand. Okay, das könnten wir wiederum machen. Das spricht ja gerade mal so viel dagegen. So, angreifen, angreifen.
Also ich finde das mit dem schwarzen Pfeil eigentlich recht gut, wenn du noch ein Obsidian Statüchen neben dir hast. Das immer diesen Ausgleich macht für den Pfeil. Unheilige Rüstung bekommen. Ja, Stufe 3, jetzt werden die ja unzerstörbar, sagen wir es mal so. So, einmal nach hier oben angreifen. Wir haben unendlich viele, sagt es mir, Leichen noch da. Aber so wirklich unendlich viele Leichen. Okay, diesmal werden wir die Quest auch machen. Diesmal kriegen wir es hin ohne Probleme. Ein Spinnenring haben wir auch noch da. So, auf geht's weiter. Oh. Okay, Moment. Eins können wir noch machen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Haben wir natürlich gleich zwei Frontkriege, wenn es so weitergeht. Was überhaupt nicht gut ist, überhaupt nicht gut sogar. Oh Gott, komm, mach sie kaputt. Hier unten noch ein bisschen, da müssen wir zurück, das sind gerade, wobei wir haben ja. Engen Schwachsinn, wir haben da unten ja ein bisschen was. Ihr könnt die Verteidigung übernehmen mit 3. Die Streitmacht des Schreckenslords ist hier. Ja, da könnt ihr angreifen, komm was soll's. Da könnt ihr angreifen und glücklich sein mit der Welt. So, ihr könnt auch noch angreifen gehen. Ihr könnt auch noch alle angreifen gehen. Pff. Mein Gott, was hier alles am Brennen ist. Spinnen, erhöhte Beweglichkeit um 1. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Ein bisschen Beweglichkeit noch niemanden geschadet. So, vielleicht heute Bestie. Wir haben damit heute die Bestie, was soll's. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich würde mal sagen, die können uns relativ wenig bis gar nichts eigentlich. So, Spinnen mitgenommen. Ich nehme auch noch mit Benji. Ja, solange es bloß die paar sind wir da relativ safe unterwegs. Ihr könnt euch genauso gut auf der Stelle ergeben, Cartan. So oder so werdet ihr mein Sklave sein. Niemals. Oh doch. Lady Sylvanas herrscht hier. Wir kämpfen für sie, Brüder. Meine eigene Auftragsmörderbande. Wow, okay, wir haben eine ganze Armee dazu bekommen. Das hätten wir mit dem anderen auch machen sollen am besten. Interessant werden. Okay. Warum nicht? Warum denn eigentlich nicht? Also wir können jetzt nochmal gucken, ob wir irgendwas haben, aber ich glaube... Natürlich haben wir hier was. Heißsalben, Gedöns, alles mögliche. So, Lesewana, wo sind sie denn? Ah, du wirst mal wie immer aufgehalten. Wie immer aufgehalten. Ah, hier. Na komm. Heißsalben brauchen wir nicht mehr. Ringgeschütz können wir auf jeden Fall nutzen. Und auch hier bezaubern. Dann übernimmt die Kontrolle über eine angewählte feindliche Einheit. Gegen Helden und Untote der Stufe 5 eingesetzt werden. Oh, schade. Aber macht nichts. Macht nichts. Und damit können wir jetzt andere Sachen noch einnehmen. Oh yeah. Benji 2.0 in dem Sinne. Die Mine brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Schade. Okay, hätten wir den Kriegsort gemacht, den Ogre. Hätten wir noch ein bisschen mehr einreißen können, aber was soll's. Was soll's. Da machen wir jetzt erstmal Varimatras fertig. Der Schreckenslord hat eh nichts mehr zu sagen. Oh, Hallöchen. Eine kleine Mana-Quelle, so wie es ausschaut. Die Frage, können wir den... Wir können ihn sogar noch mit ein... Ja, wunderbar. Dann bist du es definitiv auch mit von der Partie. Oh, können wir vielleicht hier noch irgendwas klauen? Noch mehr Heilsalben.
Das mal alle drei sein bei dem. Warum denn eigentlich nicht? So, können wir wieder eine neue mitnehmen. Und ich glaube mal, damit können wir zum Angriff blasen. Der Gegner sollte eigentlich nichts, uns nichts entgegenbringen können. Gerade wenn wir sogar noch den Anführer hier haben, also... Pff. Das wird glorreich enden für uns. Hat noch ein paar Heilsalben drauf, also... Kein... Oh, Hallöchen! Von da hinten kommen sie also. Törichte Banshee. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt der Macht eines Schreckenslords trotzen? Eigentlich ja. Eigentlich ja, ich möchte nichts sagen, aber eigentlich ja. Ich meine, wir haben ihn jetzt schon getötet, ohne größere Probleme. Wir haben genug Heiltruppen hier. Also, ja, doch, ich bin mir relativ sicher, dass wir hier definitiv keinerlei Probleme haben gegen irgendetwas. Okay, wird auch wunderbar. Na ja, dann bitte angreifen. Macht hier alles und jeden fertig. Können wir ja sogar noch hier was machen. Ja, warum nicht? Übernehmen können wir auch, wenn wir lustig sind. Na komm, übernehmen einfach. Übernehmen einfach. Da brauchen wir uns um nichts kümmern eigentlich. Oh, angreifen. Da müssen wir vielleicht ein bisschen besser aufpassen, aber auch nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Noch mehr Skelette, ja, angreifen. Ich würde mal sagen, das haben wir so quasi ziemlich sicher für uns gewonnen, das Ganze. Hier auch angreifen. Hier angreifen. Macht alles nieder, was ihr so nieder machen könnt. Ist schon mittlerweile geil, was ihr angreift. Hauptsache greift irgendetwas an. Genau, hier hinten können wir noch die ganzen Tempel der Verdammten niederreißen. Ich glaube, ich heile mehr, als der Gegner uns überhaupt Schaden zufügen kann. Das ist schon auf eine gewisse Art und Weise traurig. Bitschilderzeug, was kann der? Der kann mit dem Hammer draufhauen, das war's aber auch schon. Ja, er ist langsam, so ganz, ganz langsam geht hinunter, aber... Jetzt wird wieder hochgeheilt. Jetzt die Frage, wer fällt zuerst? Ich glaube, unser Bestie fällt zuerst. Ja, aber nur ganz leicht. Nur ganz leicht zuerst. Ja, angreifen, das war's. Seine Basis und er selbst. Ins Nirvana geschossen. Jupp, das war's. Keine Möglichkeit mehr, sich davon zu erholen. Ein letztes Wort, Dämon. Sylvanas, verschont mich. Ich flehe euch an. Ich kann nützlich sein. Ich schwöre es. Typisch Dämon. Ihr würdet eure Brüder verkaufen, um eure Haut zu retten. Ich bin ganz Ohr. Ich kenne die Pläne meiner Brüder. Ich weiß, wo ihre Streitkräfte lagern. Lasst mich euch dienen, dann helfe ich euch, sie zu besiegen. Nun gut, Varimatras. Ihr dürft mir eure Loyalität beweisen. Doch seid gewarnt. Ich nehme euch an die kurze Leine. So scheint es bei Dämonen zu sein. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dato aber hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer, tschüss.